Hey Leute, ich befinde mich heute an einer alten verlassenen Villa und da nehme ich euch mal mit rein und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Wie auch andere Lost Places trägt dieser Ort seine eigene Geschichte. Ich bin Proluxi und dies ist meine Interpretation zu diesem Lost Place. So, gehen wir mal durch den Keller rein. Ihr kennt das ja sicherlich. Wir nehmen immer die geilsten Eingänge durch den Keller, wenn daneben eine Tür offen ist und wir das aber drinnen erst sehen. Der Bau der einst prachtvollen Villa war im Jahre 1900. Da liegt ein Haufen Müll drin und hier seht ihr, mal Licht anmachen, eine alte Heizungsanlage hier drin. Sie trug in ihrer Zeit bis heute zwei verschiedene Namen. Zwei verschiedene Namen, die ich nicht preisgeben möchte, um dieses Lost Place zu schützen und Neugierigen die bestehende Lebensgefahr zu nehmen. Und ich glaube, hier kommen wir auf keinen Fall hoch. Ach du Scheiße. Hier sind die alten Sicherungskästen. Ich nehme mal an, hier war die Stromzufuhr für das Haus. Die ersten 45 Jahre war die Villa Unternehmerresidenz der angesehenen Familie Nether. Der Urgroßvater war Erfinder des geschobenen Kinderwagens oder der Begründer der deutschen Kinderwagenindustrie. Also, hier ist äußerste Vorsicht geboten, da die Decke schon sehr, sehr einsturzgefährdet ist und hier teilweise schon runtergekommen ist. Was echt schade ist, wenn man hier die ganze Holzvertäfelung anguckt, ja, ist die ganze Decke weg. Riesengroße Seele. Gut, das mag jetzt vielleicht durch Vandalismus runtergefallen sein. Seine Söhne haben diese Villa gebaut. Dies war dann bis 1945 der Familiensitz. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie von den Russen vertrieben und das Gebäude wurde sich angeeignet. Dann aber begann der zweite Teil über dieses Haus. Fehlt bereits schon alles. Es wurde zum Haus des Volkes, ein Kulturhaus. Ein Jugendclub, Hochzeiten, Jugendwein, Tanzveranstaltungen, Privatfeiern und gemütliches Essen wurden den Bürgern hier angeboten. Nach der Wiedervereinigung wurde dieses Gebäude rückenteignet an die Familie, die es einst erbaut hat. Diese verkaufte es jedoch, da die Mittel zum Erhalt und das Entgegenwirken von Vandalismus alleine nicht zu tragen waren. Unterstützung von der Stadt bekamen sie dabei nicht. Den neuen Besitzer stört es jedoch nicht, dass die Villa immer mehr zerfällt. Eine Sanierung dieses Gebäudes hätte nach Schätzungen von 1990 einen Mindestbetrag von 1,5 Millionen Deutsche Mark verschlungen. 2015 wurde ein Aufruf gestartet. Ich denke mal, hier war der Haupteingang gewesen. Hier ging es mal nach oben, aber das ist bereits alles zusammengefallen. Jeder, der etwas über diesen Ort weiß, möchte es doch bitte dem Stadtarchiv melden, um die Geschichte dieses Gebäudes vor komplettem Zerfall zu sichern.
Heute ist die einst prachtvolle Villa mit einem großen Park leider nur noch ein Lost Place mit einer großen Geschichte und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann dieses Gebäude in sich zusammenfällt. Folgt mir auch auf Instagram und Facebook, um nichts mehr zu verpassen. Gehen, hier können wir auch nicht drauf gehen. Weil, Leute, hier hängt die Decke schon durch. Und ist hier teilweise schon runtergekommen. Ich schwenke meine Kamera hier rein. Wir wollten eigentlich noch hoch auf den Turm, aber das ist ein bisschen zu risky hier. Ja, auf diesen Turm da oben, Leute, da sind wir leider nicht mehr drauf gekommen. War schon zu sehr kaputt hier alles. Hier fehlt schon komplett das ganze Dach. Schaut mir aus wie so ein Schredder, um irgendwelches Holz zu zerkleinern. Ja, genau. Hier sieht man auch das Malwerk. So Leute, das war's auch schon wieder mit der Tour. Leider konnte ich nicht mehr alles angucken, weil teilweise die Decken eingestürzt waren. Treppen waren so morsch, dass man da hätte nicht mehr hochgehen können, ohne durchzubrechen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.